Ein Buch, eine Bühne, zwei Erzähler, eine Geschichte entsteht und niemand weiß, wie sie enden wird. Am Hofe eines Kalifen und dessen Gemahlin Zubeide. Die Hauptperson der Geschichte ist Abu Hassan. Als Freund des Kalifen lebt er mit seiner Frau Fatime in Saus und Braus. Aber ihre Verschwendungssucht setzt dem Luxus ein plötzliches Ende. Doch Not macht erfinderisch. Eine ungewöhnliche Idee entsteht. Ich weiß es. Wir bringen dich einfach um. Was? Bist du verrückt geworden? Doch damit nicht genug. Omar, der Wechsler des Kalifen, will Fatime für sich gewinnen. Für einen Kuss von ihr würde er alle ihre Schulden begleichen. Die Geschichte kommt ins Rollen. Die Erzähler jedoch verlieren ihre Macht. Wo ist die Grenze zwischen Fantasie und Realität? Wann wird aus einer fiktiven Figur ein lebendiger Mensch? Und wann aus dem Menschen eine fiktive Figur? Den Erzählern wird der Boden unter den Füßen weggezogen, wenn sich ihre Fantasie verselbstständigt.